Herzlich willkommen zurück zu Let's Play State of Decay. Ja, es ist Nacht geworden. Wir haben einen Tag- und Nachtwechsel in dem Spiel. Sehr schön. Ich könnte zwar Taschenlampe anmachen, aber das ist ein bisschen gefährlich. Deswegen lassen wir das besser mal. Hier diesen Wagen, der im Brennen ist, dann kümmern wir uns nicht. Oh, da ist jemand. Wo? Okay, gehen wir da mal hin. Der Radar sagt mir, dass er hier irgendwo sein soll. Ah, der hier. Zack. Sehr gut. Und wir sollen jetzt hier von diesem Berg wegkommen. Mount Tanner oder wie der heißt. Halt. Also es klappt ganz gut. Ist das ein Fahrzeug? Moment mal. Nee, das ist der Wassertank. Das ist der Wassertank. Alles klar, ich wollte gerade sagen. 400 Meter ist ja schon ein ganz schönes Stück. So, where are we going? I don't know. I guess we just head to town and try to find somebody. Yeah. Or, well, I kind of took that guy's walkie-talkie. Maybe we can raise somebody on that. Jesus, Ed, why did you do that? I don't know. I figured if he had a radio, there must be somebody on the other end. So you robbed a dead guy, and you expect his friends to help us out? Wait, who says they're his friends? I mean, maybe they didn't even really like the guy. Dad? Dad, are you there? Oh, shit. Dad is tot. Hello? Can you hear me? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Can you make it down to Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. If your friend doesn't look too dicey, we'll let you in. The church in Spencer's Mill. We're on our way. We'll, try not to look too dicey. Yeah, try it. So, Hauptstraße entlang. Und das Gebäude da rechts vielleicht nochmal anschauen. Oh ja, das sieht gut aus. Wie kommen wir denn da hoch? Halt. Here they come! Die Reichweite von ihr ist nicht so gut. Frage ist, nutzen sich die Waffen auch ab, wenn die damit kämpfen? Boah, bist du wohl still? Kerl. Lockt noch die ganzen anderen her. Okay, gehen wir besser mal in die Hocke. Das ist eine Menge. Mal gucken, ob das lautlos geht. Nein, geht nicht. Weg hier. Weg hier. Oh Gott. Lass mich mal rein. Sounds like I've got company. Ja, da kommt noch irgendjemand. Komm mal her. Ihr passt auf, ich durchsuche alles. So, wieso tust du das nicht da oben drauf? Wieso hat sie das nicht da oben drauf getan? Weil das in dem Rucksack nicht als Vierer reingeht. Kann das sein? Grrr. Und hier soll noch mehr Kram sein und wir haben gar keinen Platz mehr. So ein Mist. Ah, ein bisschen Benzin.
Molotov-Cocktail. Nice one. Können wir das mal gerade verwenden? Können wir den nämlich mitnehmen? Okay, und hier ist noch mehr. Mhm, ein Tomahawk. Billiges Imitat einer brutalen Waffe. Also Jungs, ihr seid echt gut. Und ich bin voll schlecht hier mit meinem kleinen kurzen Teil. All quiet here. Nichts mehr da. Nur noch dieser Tomahawk. Aber das wäre natürlich eine gute Waffe für dich. Tja, wie machen wir das jetzt? Ich kann ihm keine Sachen geben, ne? Oder? Ich kann keinen von beiden ansprechen. Kommt mal raus. Hallo? Jedes Mal ein Wechsel kostet mich Verantwortung, kann das sein? Geistesgegenwart, Fitness. Wo sieht man das denn? Kämpfen, schießen. Fitness, mehr kann sie nicht. Sie kann gut schießen. Wieso kann ich die Charaktere nicht wechseln? Ich will der da sein. Das scheint hier nicht zu gehen. Vielleicht, weil wir hier in diesem roten Kreis drin sind. Gehen wir mal da raus aus der Gefahrenzone. Okay. Töten wir den gerade noch. Komm, zeig dich. Ich kann die nicht mehr anquatschen. Ich würde gern tauschen. Hallo. Na gut, dann bleiben wir mal bei ihr. Obwohl ich auch gerne den Tomahawk hätte. Wie ist denn hier der Zustand von dieser Waffe? Windholzspuren an Orten. Zwei Punkte noch. Sollten wir vielleicht mal tauschen. Könnte ich den hier wegwerfen? Droppen wir den mal einfach hier an dieser Eingangstür irgendwo. Zerstören, gedrückt halten. Was bringt denn das Zerstören? Machen wir einfach mal. Aha. Dann ist er auf Nimmwiederwesen verschwunden. Na super. Nimm mal diese tolle neue Waffe. Naja, auch nicht viel besser das Teil, ne? Well, listen, asshole. All right, we don't want any trouble. Oh, da ist eine ganz schöne Menge. An denen schleichen wir uns mal vorbei. Oh. Was ist der denn? Hier geht's aber tief runter.
So much for getting across here. Great, so we're stuck up here playing cannibal family picnic until somebody bothers to come looking for us? Maybe not. Let's head down the bank. Might be a place for us to cross on foot. Geht diese Taschenlampe unendlich lang? Okay, wenn ich mich selber angucke, sieht man sie gar nicht. Auch nicht schlecht. Also sie wird irgendwo eine Taschenlampe haben. Wo auch immer. Ja, dann wollen wir den Fluss mal abgrasen. Gucken, ob wir irgendwo da drüber kommen. Besser lautlos. Da sind auch noch welche. Da sind jede Menge. Oder wir lassen die einfach komplett außer Acht. Ach komm, wir schnappen uns die jetzt. Sehr gut. A lot of crazies. Was? Viele Irre? Wo? So, irgendwie müssen wir doch hier hochkommen. Aha, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Können wir da hochjumpen? Nein, können wir nicht. Vielleicht hier? Okay, hier scheint eine unsichtbare Wand zu sein. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, vielleicht hätten wir in die Richtung gehen sollen. Oder wir hätten hier rum und dann einmal darum herum latschen. Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall kommen wir hier nicht weiter. Kann man da drauf springen? Auch nicht. Okay, da meint er mit den vielen Crazies, mit den vielen Irren, die auf der anderen Seite. Den ich mich vorbeigeschlichen habe. Müssen wir die wohl oder übel wohl töten? Okay, so wie es aussieht, spawnen die, wenn man sich entfernt, neu, die Gegner. Das gefällt mir wiederum auch nicht so. Naja. Wollen wir mal durchs Wasser leise, als ob das gehen würde. Na gut. So, schön, dass ihr alle in die andere Richtung schaut. Oh oh, die Leichen kommen angetrieben. Erhöhe deinen Ausdauer vorübergehend, indem du etwas isst. Okay. Ja, aber die Frage ist, kriegt man irgendwann richtig Hunger? Dann würde ich lieber das Essen dafür haben. Weil die Ausdauer geht ja ziemlich flott hoch. Nicht, dass die morgen sagen, wir sind am Verhungern. I don't know, mate. Looks like we could climb up over here, maybe? Gute Idee. Aber warum ist da Jesus, hinten... Dude, they're not slowing down.
Warum ist da hinten ein Einzelner? Ist da noch irgendwas versteckt? Ach komm, den Einzelnen kriegen wir auch so. Tja, hier scheinen nur ein paar Stromschnellen zu sein, sonst nichts. Okay, hinter uns. Hinter uns, vor uns. We're headed your way. You said you were holed up in a church? What the hell's happening around here? Better deal with this first. Okay, das Gespräch war einfach unterbrochen worden. Ach, du bist das. Skill increase. Awesome. You were saying? You haven't heard? No cell reception up at the lake. Guess you could say we've been out of the loop. All we know is a bunch of crazy people tried to eat us. It started, what, 12, 13 days ago? At first it was just weird stories on the news. Random maulings, violent incidents at hospitals, black helicopters in the sky. Just strange stuff. I guess they were trying to keep it quiet, but that didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who die, they don't stay dead. They come back as one of those things. I told you that guy was dead. Seems like the only way to stop them for good is with a shot to the head. Anything else, they just keep coming. So you're saying those things are zombies? I don't know. Maybe it's some kind of messed up supervirus. Maybe it's radiation from outer space, or black magic, or the wrath of almighty frickin' God. Your guess is as good as mine. So wait a minute. What's the government's response to all this? Haven't they sent in the National Guard or something? The government? You don't get it. It's been total chaos. At first, they told us just to stay home, lock our doors, and wait for the all clear. Then the power died. No one ever sounded the all clear. Wer röchelt denn da wieder? Schnappen wir uns mal das Auto hier. Drücke Y, um in dein Auto einzusteigen bzw. es zu verlassen. Drücke RT, um zu beschleunigen. LT bremst du ab. Oder fährst rückwärts. So, verkürzen wir doch den Weg zur Kirche etwas. Das Auto da hinten sieht aber wesentlich schöner aus als das hier. Komm, das tauschen wir mal an. Hier ist wohl irgendein Auto runtergestürzt. Ja, nehmen wir die Karre, würde ich sagen. Komm, steigt ein, Jungs. Los, einsteigen. Hallo. Einsteigen. Gott, Kerl. Halte B gedrückt, um die Handbremse zu bedienen. Drücke X, um die Tür anzugreifen. Aha. Aber da geht das Auto bestimmt kaputt. Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir machen hier vorher einen Stopp, oder? Wo müssen wir hin? Heidewitzka, wir müssen hier runter. Wenn ich... das geht weiter. Das geht weiter, wenn ich auf die Karte schaue. Das ist ja interessant. Boah, okay, das Autogeräusch lockt natürlich viele an. Ich würde sagen, wir kümmern uns da ein andermal drum. Entfernen uns gerade mal ein kleines Stück. Boah, hier sind ja überall Zombies. So, gerade mal schauen. Wir müssen hier hin. Folgen der Straße so weiter. Und diese Gebäude sollten wir uns später nochmal anschauen. Wir haben momentan nicht auch gar keinen Platz. Wir brauchen irgendeine neue Basis, damit wir Sachen ablegen können. Kann man hier Licht machen? Aha, wir können sogar Licht machen.
Ah, die Fahrt ist nicht ganz so flüssig. Just lucky, I guess. It was pretty chaotic up at the lake. You're not gonna tell her? I don't know yet. Dude, it's her dad! You wanna confess that we killed her father and stole his radio before they patched you up? Yeah, okay, maybe we leave that part out. Ich denke mal, nach dem ganzen Chaos würden die es verstehen. Okay, wir sind hier in dieser Kirche, haben die gesagt. Du musst doch direkt mal so schon positionieren. Ah. Lily! Do you invite these strangers? Good. You made it. That one doesn't look so good. Name's Ed. Pleased to meet you. Come with me, son. We'll see to those. God damn it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting them in. Us freeloaders have to stick together. Girl's got the common sense God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on, I'll give you the nickel tour. Plus 25 Einfluss für den Tag. Plus 100 Ruhm in Gemeinschaft, soziales Netzwerk. Stimme aus dem Funkgerät. Aha, begleite Lily. Du hast ein neues Zuhause. Öffne mit dem Steuerkreuz dein Tagebuch und sieh dir auf der Seite Güter, deine Vorräte und Besitztümer an. Okay, Nahrung jede Menge drin hier. Aber wir verbrauchen auch minus 8 täglich. Ideal für die rasche Flucht, große Materialtransporte und zum Überfahren ganzer Zombie-Horden. Autos, Trucks. Nicht viel ist so wichtig wie ein Fahrzeug. Okay. Gegenstände, nützliche Gegenstände, die wir gefunden haben, hergestellt haben. Rucksack packt man am besten planvoll und sorgfältig. Hier gibt es schon wesentlich mehr jetzt. Ein Wachturm. Auto. Raum für ein Auto. Autos, die über Nacht hier geparkt sind, werden teilweise repariert, wenn wir eine Werkstatt haben. Autos, die über Nacht hier geparkt werden, werden teilweise repariert, Werkstatt erforderlich. Okay. Können wir aber nicht machen. Verstehe. Wenn hier oben jemand sitzt, könnte er die Zombies im Zaum halten helfen. Hält die Augen nach Ärger offen. Wachschicht mag es. Interessant. Hier könnten selber Waffen gegen die Zombies herstellen, anstatt uns alles zusammenzusuchen. Eigener Arbeitstisch. Brauprojekterfahrung und 100% beschleunigtes Bautempo und Werkzeugexperte erforderlich. Ah, wir können das jetzt bauen. 30 Minuten dauert das. Nicht genügend Einfluss dafür. Krankenbereich einrichten. Haben wir den nicht schon? Kein Krankenbereich? Doch, hier, Krankenbereich. Unerfahrener Koch. Wir brauchen einen guten Koch. Quartier des Pastor bietet 8 Betten. Steigert die Ausdauer von allen um 10. Erfordert Betten für alle. Okay, das ist cool mit den Basen gemacht. Funkraum. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir schon einen Weg in Eric finden, zu überleben. Koordiniert alles per Funk. Lily Ritter. So. Lass uns mal hier in die Kirche rein. Bitte wieder zumachen. So, ein bisschen zu doof, das Tor zu öffnen. Stacheldraht oben drauf. Das sieht doch schon mal nicht schlecht hier aus. Hier mit dieser Mauer. Super. Kehre ins Missionsgebiet zurück. Ei. Gefahr. Begleite Lily. Alles klar. Begleiten wir sie mal. I spend most of my time here, using the radio to coordinate everyone. Next up's the kitchen. Sam's our unofficial in-house chef, but, well, there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds. Seriously, though, rule number one, all the food stays in here and it stays sealed. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise.
We learned that one the hard way. Sleeping quarters? Hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Alan's been saying we should move to someplace bigger. But my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room or something to get more space. How many people do you have here? I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think, and haven't heard from them in a while. Rest easy, son. How do you feel? Like somebody took a weed whacker to my fucking neck. We may have something here for the pain, but I'm more concerned about this fever. Could be a sign of infection. We'll need to get Dr. Hansen out here. I'll see if I can get him on the radio. Thanks. I appreciate the hospitality. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some have unwittingly entertained angels. How about that? I might be an angel. Look, I didn't want to say this in front of your friend, but fever is a bad sign, especially after a bite. Pastor Will's going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. It's for the best. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet ya. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Okay, look. We're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. I'm sorry. That's just the way it is. What if I find some more? Will that pay our rent? Yeah. Okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Nobody minds if you're getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. Okay, also hier können wir auf jeden Fall unsere Sachen wieder reinlagern. Das ist schon mal gut. Here. Verschaff dir Einfluss in die Mission, abschließ Vorräte, besorgst und deine Heimatbasis verteidigst. From up there, you should be able to get a good look at the town. Maybe you'll spot some place to find medicine. Appreciate it. Just hurry, okay? I'm not sure how long I can rein Alan in. Okay, das Teil wiegt recht viel, ne? Bestimmt. 7,5 Pfund. Würde ich so sagen, behältst du lieber hier die Pistole, hast du 6 Schuss, falls wir sie wirklich erstmal brauchen. Und tun die schwere Munition mal hier ablegen. Bunkern. So, und das passende Gewehr dazu. Das ist der Versorgungsspind. Das erhöht dann gleichzeitig auch den Einfluss. Sehe ich das richtig? Das sehe ich richtig, glaube ich. Verfügbarer Einfluss. Ja. Wird der Einfluss höher. Kleiner Rucksack. Jede Menge Munition. Von mir hauptsächlich. Okay, da muss man natürlich gucken, ob das so gut ist, wenn die das nämlich alles aufbrauchen. Auf jeden Fall haben wir hier eine Waffe. Zwei Waffen. Vassalien brauchen wir eigentlich nicht so viel. Deswegen Vorrat. Eins nehmen wir mal mit. Our scout just spotted a new group of survivors. Have you got the location? Mission Plünderer, Zeichen von Überlebensaktivität. Okay. Aber mehr Überlebende, mehr Nahrung.
Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.